In diesem Video zeigen wir euch heute unsere typischen Aufwärmübungen, die uns sehr gefallen und sehr effektiv sind. Warum sollte man sich aufwärmen? Eine sehr gute Frage. Durchs Aufwärmen minimiert man die Verletzungsgefahr, man wird viel beweglicher und dadurch schauen die Bewegungen auch viel flüssiger und auch stylischer aus. Man sollte sich so lange aufwärmen, bis euer Körper auf Betriebstemperatur ist und ihr euch sicher und warm fühlt. Dies dauert in der Regel um die 15 Minuten. Ja, das waren einige Aufwärmmöglichkeiten. Ihr müsst nicht alle machen. Passt euer Training individuell an. Also wenn ihr mehr Parcours macht oder Tricking, dass ihr euer Training anpasst. Empfehlenswert wäre es, wenn ihr euch nach dem Training abwärmt. Dadurch lindert ihr einen vorprogrammierten Muskelkater und habt dadurch weniger Schmerzen. Ja, ihr könnt noch ein kleines Krafttraining machen beim Aufwärmen oder nach dem Training. Dann schaut ihr nicht nur besser aus, sondern ihr werdet euch viel leichter tun bei Saltospringen oder anderen Sachen. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht waren ein oder andere Sachen dabei, die ihr noch nicht gehört habt oder die euch gefallen hat, die euch weiterhelfen könnt. Und sonst gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns, dass ich endlich wieder ins Warme gehen darf. Und wir sehen uns einfach bei den nächsten Videos.